Around Gaming. Loops Around Gaming wieder hier. Heute, wie versprochen, mit dem 49 Zoll Samsung TFT. Der ist für Gaming prädestiniert. Als Produktivsystem natürlich auch. Bietet eine super Basis. Wir werden heute mal vorstellen. Ihr seht selber die schöne Bezeichnung. Da muss man, glaube ich, nicht weiter drauf eingehen. Die will ich euch jetzt nicht ins Ohr kauen. Wir haben jetzt hier das Modell. Das ist von 2019. Es gab einen Vorgänger, den hatten wir auch oder hatte ich auch. Der hatte denn die 3000er Auflösung mal 1080 Pixel, hatte 144 Hertz. Hier haben wir jetzt eine Auflösung von 5120 mal 1440 Pixel, was ich sagen muss deutlich angenehmer ist, auch wenn dieser hier nur 120 Hertz schafft. 144 Hertz schafft er nicht. Er hat einmal HDMI 2.0, er hat zweimal DisplayPort 1.4 und er hat einen USB-Hub in der Konstellation, die ihr hier seht. Ist ein sogenannter WQHD-Bildschirm, super ultra wide, er ist curved. Er ist auch sehr schön curved, muss man sagen. Es gibt ja noch eine neuere Version, die 2020er Version, die enorme Probleme hatte mit dem Panel. Da gab es Risse und so weiter drinnen, der wäre noch mehr curved. Also der war dann sehr, sehr voluminös auf dem Schreibtisch durch seine Biegung und der hat dann 240 Hertz und ist auch weiß. Also den gibt es nur in weiß. Der sieht dann ein bisschen spacig aus. Aber ich sag mal, das Modell empfehlen wir hier oder ich. Ich habe es wirklich täglich im Einsatz, sowohl produktiv als auch für Gaming, also auch im Geschäftlichen muss man sagen. Idealer Workspace, auch wenn ihr Videos schneidet, gibt es im Moment aus meiner Sicht kaum was Besseres und das für noch einen relativ angenehmen Preis. Also der Preis, da gehen wir später mal drauf ein. Die ganzen Sachen könnt ihr euch selber hier angucken. Flickr Free, FreeSync. Er ist nicht G-Sync kompatibel. Das haben wir schon mehrmals ausprobiert. Leider, das geht nicht. Deswegen, ihr müsst da hier auf AMD FreeSync setzen. Gut, ich sag mal so, wer aber eine relativ starke Grafikkarte hat, der kann dann V-Sync einschalten per Software und diese Shutter-Effekte gehen dann, sage ich mal so, vielleicht zu lösen. Easy Setting Box, da könnt ihr die Bildschirme ganz gut verteilen, er hat auch natürlich Bildschirme und Bildschirmmodus. Das sind, denke ich mal, hier so die spannendsten Daten noch. Es ist ein VA-Panel. Er hat die 1800er Wölbung, Helligkeitswerte, seht ihr alles, Kontrast 3000, 4 Millisekunden Gray to Gray, Betrachtungswinkel und. Wiegt ein bisschen was, da solltet ihr aufpassen. Ihr seht ihn auch mal nachher in Aktion, er kommt mit einem relativ stabilen Fuß, den wir hier auch nochmal sehen, hier ist er zu sehen. Der nimmt aber ganz schön Raum weg. Ich habe es ein bisschen anders gelöst. Seht ihr auch gleich auf meinen Schreibtisch hier auch nochmal die Anschlüsse. Alles ganz übersichtlich gemacht. Ihr kommt aber, sage ich euch gleich, wenn er auf dem Schreibtisch steht, relativ schwer ran. Da müsst ihr euch ganz schön die Hände verrenken. Aber gut, das ist, denke ich mal, das kleinste Übel. Ja, ansonsten, glaube ich, haben wir das hier erstmal mit dem Datenblatt hinter uns gebracht. Und wir gucken uns jetzt noch mal das auf der Homepage an. Hier seht ihr schon den Preis. Energieklasse C. Der schluckt ein bisschen was. Also das solltet ihr schon, sage ich mal, ins Auge fassen, wenn ihr euch so ein Teil holt. Das ist nicht gerade ein Stromsparwunder. Der ist mit C relativ stromintensiv. Saugt er den Preis. Das ist sehr hoch gegriffen. Den kriegt er im Moment, ich sag mal so, für um die 1000 Euro. Manchmal sogar drunter. Von der Seite her solltet ihr einfach da mal Ausschau halten. Auf die Werbung gehen wir jetzt nicht weiter ein. Er ist wie 2x27 Zoll QHD. Ultraweites Sichtfeld. Das ganze Marketing. HDR 1000. Das ist natürlich ein ganz schöner, ganz schöne Sonne im Endeffekt, wenn er den voll aufdreht. HDMR FreeSync.
Meine Eindrücke vom Bild her, auch gerade die 120 Hertz, ich merke nicht viel Unterschied zum 144 Hertz. Wobei ich sagen muss, der war schon wirklich gut, der 144 Hertz, auch wenn er nur in der Höhe 1080p war. Das war natürlich ein bisschen, ja, also wenn man den Unterschied nicht kennt zwischen beiden und auch nicht beide hatte, ich hatte jetzt nun das Upgrade, sage ich ja mal, gemacht voriges Jahr vom 1080 auf den 1440 hier. Und ich werde mir sicherlich auch mal den, ja, den 1440 mit 240 Hertz auch nochmal tun, um einfach zu gucken, wie das Bild sich verhält. Aber ich sag mal, 240 Hertz zu 144 Hertz oder 120 Hertz, ein Sprung ist es schon. Ihr braucht aber auch die Grafikpower, um das abzudecken in jedem Spiel. Ich meine, hier befeuert das Ding eine 3090. Daneben steht auch nochmal ein 43.2 mit 4K. Dementsprechend hat die schon ganz gut zu tun. Hier seht ihr nochmal die Höhenverstellung, neigen könnt ihr, dann schwenken könnt ihr. Und, und. Also das Übliche von der Seite her gucken wir uns jetzt, glaube ich, lieber an, wie das wirkt. So, nachdem wir uns jetzt das Datenblatt angeguckt haben, werden wir jetzt ein bisschen tiefer noch einsteigen, beziehungsweise die Eindrücke, sage ich mal, ein bisschen teilen, die ich jetzt, sage ich mal, gesammelt habe über knapp ein Jahr. Wie gesagt, wir machen es wieder wie im Podcast. Ihr könnt einfach zuhören. Ich erzähle ein bisschen was, was ich täglich im Einsatz habe, damit ihr einschätzen könnt, ob meine Meinung sozusagen sich vielleicht mit euren Aufgaben oder mit euren täglichen Doing, sage ich mal, deckt. Ich benutze den 49 Zoll von Samsung sehr gerne für produktive Arbeit, das heißt tagsüber wirklich ja, Videomeetings etc. etc., PowerPoint-Präsentationen erstellen. Man hat sehr viel Platz in der Breite. Die Höhe ist ein bisschen eingeschränkt, das heißt, es ist alles ein bisschen kleiner. Ja, ihr müsst euch das so vorstellen, der Bildschirm ist so ein bisschen wie, als würdet ihr mit einem Auto fahren, wo die Windschutzscheibe sehr gedrungen ist, ja, weil es auch alles sehr kompakt ist. Also wenn man jetzt einen 35 Zoll dagegen hält, der ist deutlich höher. Der 49 Zoll dagegen ist sehr, sehr, also von der Höhe nicht so hoch. Dafür natürlich absolut in die Breite. Wie gesagt, zweimal 27 Zoll nebeneinander habt ihr da Platz. Auf 120 Hertz, das ist dann schon ein ganz schönes Brett. Die Immersion ist natürlich super. Also ich zock auch sehr viel abends, sage ich mal, um ein bisschen abzuschalten. Letztendlich, was zocke ich vielleicht ganz kurz? Ihr seht es ja, Warzone, Apex Legends, Control, Cyberpunk. Die Spiele funktionieren wunderbar mit diesem Bildschirm, gar keine Probleme. Also skaliert auch voll in das Bild rein. Ideal für Doom, ja, wer so eine Spiele liebt, Doom ist dafür prädestiniert, gerade wegen den hohen Herzzahlen. Der hat jetzt, wie gesagt, nur 120 Hertz. Ich hatte es eingangs beim Datenblatt schon gesagt. Das ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen zu wenig. Wenn der 165 Hertz hätte, das wäre so das Optimale. Es stimmt schon, man merkt den Unterschied zum, ich sag mal, 165 Hertz Bildschirm einen Tick. Nicht viel. Also ich zocke auch, wie gesagt, gerne auf diesen Bildschirm. Eigentlich sehr gerne, weil die Übersichtlichkeit, wenn ihr Warzone spielt, Apex Legend, Fortnite oder so eine Shooter-Spiele, ihr seht einfach sehr viel vom Bild. Ihr seht natürlich nicht so in der Distanz hinein. Wenn ihr viel sniped im Endeffekt, klar, zoomt ihr dann ran. Aber ich sag mal so, wenn man aus der Hüfte so ein bisschen schießen will, dann wird es ein bisschen schwerer. Dann müsst ihr wirklich, es sind manchmal 35 Zoll Bildschirme aufgrund der Größe, sage ich mal, dann doch interessant. Ich habe daneben, wie gesagt, als Ergänzung immer einen 43 Zoll 4K Bildschirm, was natürlich das ein perfektes Setup bildet aus meiner Sicht. Weil wenn ich mal doch, sage ich mal, alles ein bisschen größer haben will, ich zocke zum Beispiel manchmal Apex auch auf den 43 Zoll lieber sogar, weil es sozusagen alles viel größer ist, viel immersiver noch, also nicht immersiver kann man nicht sagen, aber ich sag mal so, ihr seht die Details viel mehr sozusagen, weil alles viel größer ist. Die Übersichtlichkeit ist natürlich beim 43 Zoll nicht so gegeben wie bei dem 49 Zoll, der einfach das in eine Breite zieht. Was ich noch zocke, ist DCS, Digital Combat Simulator. Dafür perfekt. Autorennspiele zocke ich auch.
sei es Project Cars, was es da alles gibt, auch simulationslastige Dinger, Assetto Corso und, laufen alle wunderbar. Also auch hier sämtliche anderen Spiele, ich komme jetzt nicht auf dieses ganz bekannte von Microsoft, was immer Xbox exklusiv war, sie gehen alle. Also Autorennspiele, Flugsimulatoren, wirklich super, dafür ist der Bildschirm top geeignet. Da macht es richtig Spaß, sage ich mal, im Kampfjet zu sitzen. Star Citizen spiele ich auch. Star Citizen ist ja auch sehr gut geeignet, muss man sagen. Die Immersion im Cockpit ist auch wirklich schön anzusehen. Und wie gesagt, Farben, Qualität des Panels, muss man sagen. Ich habe ein sehr gutes erwischt, gut ausgeleuchtet. Keine Pixelfehler hatten, aber muss ich sagen, die Samsung bei mir. Und ich hatte wirklich viele, also viele 27 Zoll, 32 Zoll. Die 49 Zoll, wie gesagt, zwei. Einmal den 1080p, den 1440p. Pixelfehler bei Samsung, also ganz selten. Habe ich vielleicht auch Glück gehabt, aber ich sag mal so, mir ist lange keiner mehr untergekommen. Wobei ich neulich ja mit dem MSI, den Optix, den großen 35 Zoll, das Flaggschiff, eine Version erwischt habe, wo ein Pixelfehler sogar war. Der war zwar links oben nur, aber ärgerlich trotzdem. Sowas mag ich dann auch nicht, weil das stört einen doch, wenn man weiß, dass er da ist. Ansonsten, was gibt es noch zu dem Bildschirm zu sagen? Er nimmt viel Platz auf dem Schreibtisch weg. Ihr werdet, sage ich mal, ich lasse mal im Nachgang so 10, 20 Minuten Spielszenen laufen, wo ich auch mal per Webcam oder per Cam sozusagen filme auf dem Bildschirm, auf meinem Desk, damit ihr mal seht, wie es wirkt. Lasst euch nicht stören. Das Ganze ist hier mit Philips Hue ausgestattet, also mit Ambilight, wenn man so will. Blinken und blitzen ein bisschen manchmal und so nach der Spielszene. Ansonsten guckt euch das mal an. Ich denke mal, für den einen oder anderen sollte es interessant sein. Viele scheuen das ein bisschen, weil es ein riesen Monster ist. Ich habe einen relativ großen Schreibtisch jetzt hier. Also ihr braucht auch einen großen Schreibtisch. So ein normalsterblicher kleiner IKEA-Schreibtisch. Da wird der Bildschirm ganz schön martialisch drauf aussehen. Da würde ich vielleicht sogar von Abstand nehmen. Guckt euch die Maße nochmal an. Datenblätter hatten wir ja kurz visualisiert am Anfang, damit ihr euch da im Klaren seid, auf was er euch einlässt. Der wiegt auch ein bisschen was. Also wer jetzt gedenkt, im Endeffekt einen Monitorarm als Ergänzung zu holen, den er am Schreibtisch ranmacht und dann den Bildschirm hinten sozusagen ranhängt, dass das Desk unten frei bleibt unter dem Bildschirm, das könnt ihr knicken. Die Idee hatte ich auch. Aber ich habe wirklich also schwere Vogelhalterungen bis hin zu, also Vogel würde schaffen, wenn ich die an der Wand montiere. Aber alles, was so gängige Schreibtischhalterungen sind mit so einer Art Arm, auch die massiven aus Metall, halten das Ding nicht. Also dafür wiegt er zu viel. Ich habe es jetzt ein bisschen anders gelöst. Bei mir ist eine Lassie-Platte drunter, die passt perfekt in der Höhe und bildet sozusagen in der Mitte den Fuß, die Festplatte. Das ist eine ganz gute Lösung, die seht ihr auch, wie gesagt, gleich in dem Video im Anschluss. Und ansonsten USB-Hub, toll, muss man sagen, Webcam kann man alles anschließen oder wenn ihr Track-IR habt oder irgendwas in der Art, könnt ihr das da ranballern. Vom Menü braucht man nicht viel zu sagen, könnt ihr euch, kann man mal durchklicken. Ja, aber ich sag mal so, ihr stellt 120 Hertz ein, ihr kalibriert den einmal für euch so, wie es gut aussieht. Ich muss sagen, die Werkseinstellung war für mich schon sehr gut. Da habe ich gar nicht viel verändert. Wichtig bei mir, wie gesagt, nur 120 Hertz und dass das alles sozusagen schlierenfrei, ruckelfrei läuft, das macht es einwandfrei. Ihr solltet eine relativ starke Grafikkarte haben. Denkt an die Auflösung. Ich sag mal, mit einer 3070, 3060 wird schwer schon ein bisschen in hohen Herzzahlen, hohen Frames. Wer eine 3080 hat, 6800 XT, 6900 XT oder gar 3090, super Combo. Also da geht man wirklich richtig schön ab, macht richtig Laune und da kann ich auch dann nur Empfehlung geben für den Bildschirm. Das 240 Hz Modell, wie gesagt, hatte Produktionsprobleme, da gab es einen Nachfolger, der ist vom Preis jetzt aber super hoch, der liegt bei 1700. Das Ding, wie gesagt, abschließend nochmal der Hinweis, guckt euch einfach um, wann der im Angebot ist, den schmeißen wir ab und zu jetzt raus, weil dieses Format nimmt nicht jeder gerne. 35 Zoll, 34 Zoll ist so im Moment das gefragte, die gefragte Größe im Market.
Und also den kriegt ihr manchmal auch für unter 1000 Euro. Und dann würde ich gleich sagen, wenn er sowas mal haben wollt, zuschlagen. Kommt ein Riesenpaket an. Aber darauf müsst ihr. Ansonsten Kabel ist eine Menge bei, kann man auch nochmal im Beipackzettel lesen, aber da ist wirklich alles bei vom USB-Kabel etc. etc. Ich hoffe mal, wir konnten euch ein bisschen helfen zu der Entscheidung, wenn ihr euch so ein Ding mal anschaffen wollt, 49 Zoll, dass ich euch da ein bisschen die Bedenken nehmen konnte. Ich kann nur sagen, ich bin super zufrieden. Ich setze die Dinger jetzt schon eine ganze Weile ein, mehrere Jahre. Wie gesagt, habe ein Upgrade gemacht, mal vom 1080 zum 1440. Den 1080 könnt ihr, denke ich mal, aus meiner Erfahrung einfach lernen und den auslassen und gleich zum 1440p springen mit 120 Hertz. Der ist wirklich top. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, natürlich Daumen hoch, Abo wäre auch sehr nett. Ansonsten machen wir jetzt noch ein paar Szenen hinten ran. Ich wünsche euch viel Spaß beim Game, beim Zocken und Surround Gaming ist out. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann. Hey, erinnerst du dich an mich? Feindliche Drohne über uns! Feindliches persönliches Radar in der Luft! Es verfolgt jemanden! Ihr werdet bei Bravo gebraucht! Verbündete Drohne ist in der Luft! Radarsuche wird gestartet! Ziel ausgeschaltet! Bravo wird gesichert. Wir sind bei Bravo. Kein Gleichsalon. Charlie wird gesichert. Bravo gehört uns. Verbündete Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Wir haben die Kontrolle. Einer weniger. Vortreffer. Weiter Stock. Ihr werdet bei B gebraucht! Werfe eine Granate! Wir haben zwei Ziele. Haltet sie! Werfe weg! Ich lade nach! Verbündete Konterdrohne aktiv! Wir haben es fast geschafft. Kämpft weiter. Wir halten zwei und haben den Vorteil. Wir verlieren Bravo. Wir sind bei Charlie. Gebt Unterstützung. Feinde übernehmen Alpha. Wir haben A verloren. Charlie gehört uns. Feindliche Drohne über uns! Feinde zerstörten Gebäude! Feinde übernehmen Bravo! Ich lade nach! Feindlicher Präzisionsluftschlag! Konterdrohne in Bereitschaft! Erbitte Konterdrohneneinsatz! Markiere Position! Hier ist Jaguar 3-0. Abdeckung durch... Die Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Werfe eine Granate! Unsere Konterdrohne wurde abgeschossen. Feinde haben Charlie übernommen. Feindliches persönliches Radar in der Luft. Es verfolgt jemanden. A wird gesichert. Wir nehmen Charlie ein. Ja, ich lade nach. Feinde übernehmen Bravo. Charlie wird gesichert. Das Team bei Bravo unterstützt. Feindliche
Drohne über uns. Feinde haben Bravo übernommen. Feindlicher Marschflugkörper im Anflug. Wir sind bei Bravo. Gebt Unterstützung. Feindliches Schildgeschütz auf dem Schlachtfeld. Setze Tränengas ein. Wir sind bei Bravo. Gebt Unterstützung. Wir nehmen Alpha ein. Ihr werdet bei Charlie gebraucht. Abend gesichert. Das Team bei T unterstützt. Wir haben Alpha eingenommen. Wir haben Charlie verloren. Feindliches persönliches Radar in der Luft. Es verfolgt jemanden. Feind hat zerstörten Gebäude. Knappe Granate. Feindliche Vorräte nähern sich. Feindlicher Marschflugkörper im Anflug. Feindliche Drohne über uns. Wir haben zwei Ziele. Weiter drauf. B wird gesichert. Feindlicher Marschflugkörper. Feindliche Drohne über uns. Feind hat zerstörten Gebäude. Wir sind bei Bravo. Gebt unter. Wir verlieren Alpha. Sichert diese Position. Wir werden beherrscht. Feind an der Baustelle. Wir nehmen Alpha ein. Alpha gesichert. Das Team bei Alpha unterstützen. Der Feind hat alle Ziele. Nehmt die feindliche Drohne über uns. Alpha wird gesichert. Feindlicher Marschflugkörper im Alpha gehört uns. Einer weniger. Feindliche Vorräte nähern sich. Feind an der Baustelle. Zwei Ziele. Weiter vorne. Wir nehmen Bravo ein. Wir sind bei Charlie. Gibt Unterstützung. Feindlicher VTOL im Einsatzgebiet. Charlie gehört uns. Anlade Station. Wir verlieren Alpha. Feinde übernehmen Charlie. Feinde haben Alpha übernommen. B wird gesichert. Sichert diese Position. Reißt euch zusammen. Das hier. Bravo wird gesichert. Alpha wird gesichert. Wir haben Bravo eingenommen. Das Team bei B unterstützt. Alpha gehört uns. Feindlicher Cluster-Schlag im Anflug. Hinterkopf. Wir haben Bravo. Feindliches Kampfflugzeug im Anflug. In Deckung. Ziel geschaltet. Melden für Nachbesprechung.
Bewegung im Erdgeschoss. Roger. Aber von der anderen Seite. Links aber so. Flache Mauer. Keine Schusslinie. Bewegung. Linke Tür. Granate ist aus!
Wir haben es fast geschafft. Kämpft weiter. Verbündete Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Verbündeter Clusterschlag nähert sich. Feindlicher Clusterschlag im Anflug. Hintergrund. Weniger. Lade nach! Wir sind in Führung! Erwischt! Radarsuche wird gestartet. Lenkt dabei vor. Luftschlag im Anflug. Kämpft weiter, wir schaffen das. Kein Abgabestarter. Weniger als eine Minute. Muss nachladen. Wir haben es ihnen gezeigt, und zwar richtig.